hier stehen wir jetzt vor der Kapuzinergruft, dem Eingang zur Kapuzinergruft. Hier spielt die Szene in unserem Hörspiel, wo der Sarg von Kronprinz Rudolf hier vorgestellt wird und sich ein Begräbnisritual abspielt, was wahrscheinlich nicht ganz historisch ist, aber dramaturgisch so wunderbar, dass wir es unbedingt so übernehmen wollten, wie es der Mythos mittlerweile hergibt. Ja, die Kapuzinergruft beinhaltet eben die Särge von vielen berühmten Habsburgern. Ja, jetzt stehe ich hier vor der Augustinerkirche. Hier ist die Albertina in Wien, hier ist die Augustinerkirche. In dieser Kirche haben Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef auch geheiratet. Aber diese Kirche spielt für Meierling auch die Rolle, dass Mary Wetscherer am Samstag, nachdem sie am Mittwoch leider ja zu Tode gekommen ist, dort hätte singen sollen. Sie hat offenbar Gesangsunterricht genommen und es stand ein Auftritt in dieser Kirche vor, kurz bevor. Und ja, wer unser Hörspiel aufmerksam hört, der wird dort auch feststellen, im Abschiedsbrief an ihre Schwester gibt es den Satz, dass sie dem Eder sagen soll, dass sie am Samstag nicht singen kann in der Kirche. Und das ist diese Kirche in Wien. Jetzt stehen wir hinter der Albertina in Wien. Und hier war früher, das ist heute eben nicht mehr original erhalten, die Augustinerbastei. Also da konnte man mit der Kutsche quasi hier hochfahren. Und es führte zu einem Hintereingang der Hofburg, wo man zu den kronprinzlichen Gemächern gelangen konnte, über einen ganz kleinen versteckten Eingang, eine Eisentür. Und das ist eben der Weg von der Oper kommen. Die Oper ist jetzt quasi da hinten. Vielleicht kann man da nochmal eben hinschwenken. Von der Oper kommend sind die Gräfin Larisch und Mary Wetscherer mit dem Fiaker Franz Weber hier hochgefahren ungefähr und haben dort dann quasi diese Tür gefunden und wurden eingelassen und Mary Wetscherer ist dann quasi von dort nach Meierling aufgebrochen und die Gräfin Larisch ist quasi ums Eck gefahren und hat die Komödie vor dem Laden der Gebrüder Rodeck aufgeführt. So, hier stehen wir am Schwarzenbergplatz in Wien. Am 5. Februar 1889 fand hier die Übergabe laut Gräfin Larisch einer geheimnisvollen Kassette statt. Damals war sicherlich hier weniger Verkehr und auch weniger lauter Verkehr. Es ist sehr kalt hier heute in Wien, ungefähr auch genauso wie sicherlich an diesem Abend, als diese geheime Übergabe hier stattgefunden haben soll. Weiteres dazu erfährt man in dem Hörspiel Sherlock Holmes Meierling, Folge 41 unserer Sherlock Holmes Serie. Hier stehen wir vom Kohlmarkt 7. Das war früher das Galanteriewarengeschäft der Gebrüder Rodeck. Und hier hat die Szene aus dem Hörspiel stattgefunden, die als die Komödie bei Rodeck in die Geschichte eingegangen ist. Hier hat also die Gräfin Larisch mit der Kutsche gehalten und das Verschwinden von Mary Wetscherer inszeniert. Vielleicht können wir nochmal einen kleinen Schwenk machen hier herum, dass man ein bisschen was sieht. Also da wird dann irgendwo die Kutsche gestanden haben. Heute Luxusgeschäfte, damals natürlich das Galanteriewarengeschäft, auch ein absolutes Luxusgeschäft. Und jetzt stehen wir am Kohlmarkt 14. Hier ist der Demel, wie man in Wien sagen würde. Die K&K Hofzuckerbäckerei Demel. Und weite Teile unseres Hörspiels Meierling, Sherlock Holmes Folge 41 spielen hier in diesem wunderbaren Demel. Und ja, das könnte sein, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson sich auch so wohl hier fühlen und so gerne hier einkehren und so gerne hier essen, weil Stefan Borsenius und ich das auch sehr gerne tun. Hier vor der Wiener Staatsoper, für viele das beste Opernhaus der Welt, das ist sicherlich auch nicht untertrieben. Wo hört man schon ein so unglaublich gutes Orchester? Und dort haben Sherlock Holmes und Dr. Watson in unserem Hörspiel Meierling im Jahre 1888 im Dezember den Ring des Nibelungen von Richard Wagner gesehen. Eine wunderbare Oper, die von außen ihresgleichen sucht, von innen auch sehr schön ist, eine tolle Akustik hat und ein Besuch ist sehr zu empfehlen. Hier stehen wir vor dem Grand Hotel auf der Ringstraße, 1870 eröffnet. Also wird jetzt das 150-Jährige gefeiert. Sherlock Holmes und Dr. Watson haben wohl hier dann gewohnt in unserem Hörspiel. Aber was historisch gesichert ist,
ist, dass die Gräfin Larisch hier immer gewohnt hat, wenn sie in Wien ihren Geschäften, ihren vielfältigen nachging. Darüber wird man ja sehr umfassend in unserem Hörspiel Meierling, Sherlock Holmes Folge 41 informiert. Die Staatsoper ist gleich dort unten. Das ist nicht allzu weit weg und damals natürlich Hofoper, sodass für Holmes und Watson der Ring des Nibelungen, der vierteilige Opernabend von Richard Wagner, fußläufig zu erreichen war. So, jetzt befinden wir uns hier im Grand Hotel, in dem Sherlock Holmes und Dr. Watson in Wien abgestiegen sind und die Gräfin Larisch auch gewohnt hat. Das ist historisch gesichert. Und wer sich beim Anhören des Hörspiels gefragt hat, wie es denn wohl auf diesen Gängen in diesem Hotel, in diesem wunderschönen Luxushotel in Wien aussieht, der kann sich jetzt ein Bild machen, wie das so gewesen ist. Vielleicht haben sie hier gewohnt, die Herren. Und vielleicht war hier gegenüber die Suite von Gräfin Larisch. Wer weiß. Aber so ungefähr können wir uns das vorstellen und haben das akustisch entsprechend gestaltet.